1943 hat der Zweite Weltkrieg seinen blutigen Höhepunkt erreicht. Europa wird zum Schlachtfeld. In Frontteilen greifen wirkungsvoll die Werferbatterien mit ein. Der Kampf um Europa nimmt seinen Fortgang. Deutsche Fallschirmjäger auf Monte Cassino leisten sich erbitterte Gefechte mit den alliierten Truppen. Hier zeigt sich die gesamte Rücksichtslosigkeit der alliierten Kriegsführung in Europa. Deutsche Fallschirmjäger und eine in der Nähe liegende Flakbatterie bekämpfen sie. Während dieser blutigen Kämpfe gab es großen Respekt vor einer heiligen Stätte mit Absprache des Vatikans. Vermittlung von Pius XII. Mit der Wehrmacht ein Abkommen getroffen. Sie dürfen nicht durch, sage ich. Doch, ich darf da durch. Nein, es ist Befehl, es darf kein Deutscher darauf. Ich muss darauf, ich habe einen Auftrag. Von wem denn? Sage ich hier, vom Papst. Diese Geschichte wird gerne nur als Randnotiz erwähnt, doch sie ist es wert, erzählt zu werden. Und sie wirft eine andere Sicht auf die Kriegsführung. Zeitzeugen aller Seiten schildern, was sie an diesem Tag in dieser Schlacht erlebt haben. Und die Mönche haben es ja unvorstellbar gehalten. Das werden die nie bombardieren. Ja, die haben es ja bombardiert. Ist gekommen und hat gesagt, seid ihr denn wahnsinnig, hier stehen zu bleiben? Auf einmal verfinsterte sich der Himmel. Es ist besser, sich nicht daran zu erinnern. Sprangen aus unseren Gräben auf und jubelten wie bei einem Fußballspiel, als sie ihre Bomben abwarfen. Den größten Jubelschrei, der mir je zu Ohren kam, gab es bei der Zerstörung des Klosters Monte Cassino. Werfen wir einen anderen Blick auf die schweren Kämpfe in Europa. Erzählen wir die Geschichte, wie sie sich wirklich zugetragen hat. Eine Geschichte, die es nicht geben dürfte. Die Schlacht um Monte Cassino. 1943 tobte der Zweite Weltkrieg unerbittlich in Europa. Dass Italien zu einem der blutigsten Schlachtfelder Europas wurde, hatte der Premierminister Großbritanniens, Winston Churchill, zu verantworten. Die US-Amerikaner wollten nach dem Sieg in Afrika über die deutschen Truppen schnell nach Westeuropa vorstoßen, um eine weitere Front zu eröffnen. Churchill plädierte dazu, dass man zunächst den weichen Unterleib des deutschen Machtbereichs in Südeuropa angreifen müsse. Die Amerikaner willigten nach starkem Druck Churchills ein. Die Alliierten landeten in Südeuropa. Die Wehrmacht richtete eine starke Verteidigungslinie, die Gustav-Linie, ein. Der Vorteil lag bei den deutschen Streitkräften, da die Berge eine ideale Verteidigung gewährleisteten. Unsere Truppen werden herzlich empfangen. Die Deutschen wollten den Vormarsch durch das Lirital nach Rom mit allen Mitteln verhindern. Der alliierte Vormarsch kam an dieser Verteidigungslinie zum Erliegen. Zu groß war die Gegenwehr der deutschen Soldaten. Aufgrund der Dauer der Kämpfe von 4 Monaten ging diese Schlacht als längste und blutigste in die Geschichte des Zweiten Weltkrieges ein. Am 10. Juli 1943 landeten 181.000 alliierte Soldaten auf Sizilien. Am 9. September landeten 100.000 alliierte Soldaten auf dem italienischen Festland. Die Alliierten waren den Deutschen zahlenmäßig und materiell wesentlich überlegen. Doch die Deutschen kämpften verbittert und schlugen die alliierten Invasionsarmeen zurück. Die Alliierten konnten trotz der deutschen Gegenwehr Erfolge erzielen und der Vormarsch ging zögerlich, schleppend und verlustreich weiter. Über 3 Monate dauerte der Vorstoß zur Gustav-Linie, die jetzt stark befestigt wurde. Erst am 17. Januar 1944 erreichten die US-Amerikaner, Briten und Franzosen ihre Angriffsposition im Raum Cassino. Von hier aus sind es nur noch 120 Kilometer bis Rom. Würde Cassino fallen, so wäre der Weg frei. Wer Cassino hielt, hat damit den Zugang nach Rom beherrscht. Die Via Casilina war die Straße, die nach Rom führt. Es gab keine andere Möglichkeit, um mit schweren Waffen und Fahrzeugen besser durchzukommen nach Rom. Die Irren wollten ja im Herbst 1943 schon in Rom sein. Deshalb war Cassino dieser wichtige und umkämpfte Punkt. Am 22. Januar 1944 sollte eine amphibische Operation von 50.000 Mann die Verteidigung vor Rom zerschlagen. Zunächst haben die Deutschen bei Neapel kaum Truppen. Die Alliierten verschlafen jedoch die Kappung der Linie nach Cassino. Auch ein vorangegangener Angriff einer Elite-Division auf Cassino scheiterte kläglich und endete in einem Fiasko.
2000 US-Soldaten kommen binnen weniger Stunden ums Leben. Die Alliierten sind im Begriff, die Oberhand in Italien zu verlieren. Sie hängen in ihrem Brückenkopf fest. Mittlerweile hat die 14. Armee der deutschen Wehrmacht ins Gefecht eingegriffen. Ein Ausbruch aus dem Brückenkopf endet kläglich. Aus 40 Kilometern Entfernung nehmen zwei riesige Eisenbahngeschütze den Brückenkopf unter heftiges Feuer. Es gelingt den deutschen Streitkräften, fast die Räumung des alliierten Brückenkopfes zu erzwingen. Die Alliierten waren sich der drohenden Niederlage bewusst und mussten mit allen Mitteln den Durchbruch im Lirital erreichen. Sonst wäre die Landung gescheitert und somit auch die Invasion Italiens. Die Stadt Cassino war der Schlüssel zum Tor nach Rom. Das wussten aber auch die Deutschen. Wird der Vormarsch in Cassino nicht gestoppt, so wird Italien eingenommen werden. Eine militärische Katastrophe drohte. Mit in den deutschen Linien einbezogen war der Berg Monte Cassino. Auf seinem Gipfel befindet sich das im Jahre 529 errichtete Benediktinerkloster. Das Kloster ist aufgrund seiner Lage eine exponierte Stellung, da es eine ausgezeichnete Sicht über das Lirital bot. Würde man hier eine Verteidigungsstellung errichten, so würde es einen enorm taktischen Vorteil für die Deutschen haben. Tatsächlich hat man ja schon bald zur Vermittlung von Pius XII. Mit der Wehrmacht ein Abkommen getroffen, dass einer Linie 300 Meter vom Kloster entfernt keinerlei Soldaten sein können, deutsche Soldaten, und dass kein Soldat etwa mit Waffe das Kloster betreten dürfe. Der deutsche Oberbefehlshaber in Italien, Generalfeldmarschall Albert Kesselring. Der deutsche Oberbefehlshaber Süd, Generalfeldmarschall Kesselring. Verbot trotz seiner exponierten Lage und mit der Gewissheit, dass wenn ein Durchbruch der Alliierten gelingt, Italien verloren ist, die mit Einbeziehung des Klosters in die Verteidigungsstellung, um das historische und heilige Bauwerk vor Zerstörung zu schützen. Trotz der aussichtslosen Lage respektierten die deutschen Befehlshaber die Unantastbarkeit der heiligen Stätte. Das Betreten des Klosters war dem Wehrmachtssoldaten verboten. Kesselring ließ einen Sperrkreis festlegen. Feldwebel Manfred Hoflehner zur Behandlung des Klosters durch die deutschen Truppen. Zu jener Zeit gab es rund um das Kloster eine sogenannte Zona Sacra, die ca. 300 Meter rund um das Kloster verlief. Innerhalb dieser Zone gab es weder deutsche Soldaten, Lagers, Befestigungen oder sonst irgendwelches Kriegsmaterial. Innerhalb dieser Zone war es verboten, militärisch zu agieren. Generalfeldmarschall Kesselring ließ den alliierten Befehlshabern die Errichtung eines Sperrkreises um das Kloster übermitteln. In dieser Mitteilung wurde garantiert, dass sich kein deutscher Soldat in dem Kloster und sich dort weder Beobachtungs- noch Verteidigungsstellung befinden. Auch Papst Pius XII. Bestätigte diese Tatsache den alliierten Oberbefehlshabern und erklärte das Kloster für militärisch frei. Gerion Goldmann war Soldat der deutschen Wehrmacht. Er wollte Priester werden. Er reiste aus dem Vatikan mit einem heiligen Auftrag des Papstes persönlich an. Gerion Goldmann war Soldat, der Priester werden wollte und vom Vatikan eine schriftliche Empfehlung mit hierher brachte. Und da stehen drei deutsche Feldgendarmen, die haben ja das bewacht. Wir dürfen nicht durch, sage ich. Doch, ich darf da durch. Nein, es ist Befehl, es darf kein Deutscher darauf. Doch, ich muss darauf, ich habe einen Auftrag. Von wem denn? Sage ich, hier, vom Papst. Und dann bin ich die große Marmortreppe hoch und bin in die Kirche. Er bringt sein Anliegen, das der Papst unterstützt, beim Erzabt von Monte Cassino vor. Da stand ja drauf, dass ich sofort von jedem Bischof des Erdkreises zum Priester zu weihen sei. Der Pius XII. Mir gegeben. Sicher noch nie da gewesen, sowas. Und sagt dann, Nella Guerra, im Krieg gibt es Dinge, die es in der Kirchengeschichte noch nicht gegeben hat. Werde Gott, das sagt er dann, vor meinem Tod, vielleicht sterbe ich ja hier, noch einmal einen Priester schenken. Wenige Tage später soll Gerion Goldmann hier zum Priester geweiht werden. Den Deutschen war bekannt, wie rücksichtslos die alliierten Streitkräfte diesen Krieg führten. Diese Schlacht sollte eine Entscheidung bringen und man wusste, dass die Alliierten vor einer vollständigen Vernichtung des Klosters nicht zurückschrecken würden, wenn sie einen militärischen Vorteil sahen. Als die Alliierten weiter auf Cassino vorstießen, bot sich Oberstleutnant Julius Schlegel mit Soldaten der Fallschirmpanzerdivision 1, Hermann Göring, an, zu helfen. Schlegel will wenigstens die zahlreichen Kunstschätze und das heilige Erbe des Klosters in Sicherheit bringen. Mit Absprache der Kirche wurde den Deutschen gestattet, die Kunstsammlung zu evakuieren. Deutsche Soldaten haben daraufhin die einzigartige Sammlung auf LKWs verladen und nach Rom in die Engelsburg gebracht. Riesige Konvois von rund 100 LKW-Ladungen fahren in Richtung Rom, obwohl diese Kräfte militärisch hätten sinnvoller genutzt werden können. Mit dabei auch die Baupläne des Klosters. Schlegel befürchtete die vollständige Zerstörung und wollte einen originalgetreuen Wiederaufbau gewährleisten.
ein ritterlicher Entschluss des deutschen Offiziers. Die Aktion wurde im November 43 abgeschlossen. In einem feierlichen Akt wurden die in Spoleto zwischengelagerten letzten Stücke im Dezember in Rom übergeben. Schlegel erhielt eine lateinische Urkunde. Übersetzt lautet der Text: In Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem erlauchten und geliebten Militärtribun Julius Schlegel, der die Mönche und Güter des Klosters Cassino gerettet hat, danken die Cassinenser aus ganzem Herzen und bitten Gott um sein ferneres Wohlergehen. Monte Cassino im November 1943, Gregorio di Amare, OSB, Bischof und Abt. Der 1. Fallschirmjägerdivision wurde nach der Zerstörung des Klosters vom Erzabt bescheinigt: Ich erkläre wahrheitsgetreu, dass sich innerhalb des Bereiches der Heiligen Abtei Monte Cassino niemals ein deutscher Soldat aufgehalten hat, dass eine Zeit lang nur 3 Militärpolizisten anwesend waren, zu dem alleinigen Zweck, die Respektierung der neutralen Zone zu gewährleisten, die um die Abtei errichtet war. Oberstleutnant Schlegel kam nach dem Krieg nach Wien zurück. Dort wurde er von alliierten Truppen verhaftet. Der Vorwurf lautete: Plünderei. Dank der Aussage der Mönche von Monte Cassino, die die Transporte nach Rom begleitet hatten, ist Schlegel schließlich von diesem Vorwurf freigesprochen worden. Die Alliierten wagten es, obwohl sie das Kloster in Schutt und Asche legten, hunderte unschuldige Zivilisten und Geistliche töteten, den Soldaten, der für die Rettung der Schätze der Kirche zuständig war, anzuklagen. Jedoch die eigenen Verbrechen wurden nie verfolgt. Es gab nach dem Krieg nur 2 Ermittlungen zu US-amerikanischen Kriegsverbrechen. Beide wurden eingestellt. Wie oft fälschlicherweise deutsche Soldaten des Kunstraubes bezichtigt und verurteilt wurden, obwohl sie nur den Auftrag hatten, die Schätze in Sicherheit zu bringen, lässt sich nicht ermitteln, da nicht jedes Mal ein Geistlicher zugegen war, der die Soldaten entlastete. Hier das völlig unversehrte Gut des russischen Dichters Leo Tolstoi, von dem Molotow behauptete, dass die deutschen Truppen es geplündert und völlig zerstört hätten. Diese Bilder beweisen das Gegenteil. Die von den Sowjets noch zurückgelassenen Erinnerungsstücke des Tolstoi-Museums wurden von der deutschen Wehrmacht sofort sichergestellt. Angesichts dieser Tatsache wirft das ein anderes Licht auf den mutmaßlichen Kunstraub durch deutsche Truppen in besetzten Gebieten bei Ankunft oder Abzug. Dieses Ereignis lässt erhebliche Zweifel zumindest zu. Die Deutschen hatten ihre Prioritäten klar definiert. Die Evakuierung der Schätze war wichtiger als der Ausbau der Verteidigung und der Nachschub. In Rom angekommen, empfangen zahlreiche Schaulustige die deutschen LKW-Kolonnen mit der wertvollen Fracht. Mönche des Monte Cassinos begleiteten die Wehrmachtssoldaten bei der Verlagerung, um den Transport zu überwachen. Die Kirche war dankbar für die bereitwillige Hilfe der deutschen Soldaten. Die Alliierten begonnen öffentlich mit Propaganda, da sie nicht weiterkamen. Sie waren der Meinung, dass die deutschen Beobachtungsposten in dem Kloster haben mussten, sonst wären sie nicht so erfolgreich gewesen. Auch die US-Wochenschau malt das Bild einer Bedrohung, die vor allem vom Monte Cassino ausgehe. Deutsche Beobachter und Artillerie seien im Kloster und verhinderten die Erstürmung des Gipfels. Die Alliierten irrten, da sie die Entschlossenheit der deutschen Fallschirmjäger nicht kannten. Sicher rechneten wir mit Verlusten, aber doch nicht in dieser Höhe. Wir haben es 4-5 Mal vergeblich versucht, unsere Männer nach oben zu bringen, über die Felsen zum Kloster. Auch konnten sie sich nicht die strikte Einhaltung der Unverletzlichkeit des heiligen Bauwerkes der deutschen Soldaten vorstellen. In der Abtei gab es nicht einen einzigen Deutschen außer mir. Eine folgenreiche Fehleinschätzung oder doch nur Rücksichtslosigkeit? General Patton bei einer Ansprache an seine Soldaten: Bei den Landeoperationen ist ein Rückzug ausgeschlossen. Aufgeben ist ebenso unehrenhaft wie närrisch. Wir müssen diesen Vorteil ausnutzen und immer schnell, rücksichtslos, brutal und ohne Unterlass angreifen. Erklärung: Don Nicola Clemente, der Verwalter der Abtei von Monte Cassino, und Don Francesco Falconio, der bischöfliche Delegat des Verwaltungsbüros der Diözese von Monte Cassino, gerettet aus dem Bombardement vom 15. Februar, bei dem die ganze Abtei zerstört wurde, erklären, dass im Innern des Klosters wie auch in seiner ganzen Umgebung keine Verteidigungsanlagen vorhanden waren. Es war kein Munitionslager, es war kein Beobachtungsturm. Es war kein Bunker. Die Militärführung hatte aber die schriftliche Versicherung der deutschen Truppen und die des Heiligen Stuhls, dass sich keine Truppen in dem Kloster befinden. Da die Dörfer bereits zerstört waren und das Kloster garantiert durch den Papst frei von deutschem Militär war und die Alliierten Kenntnis davon hatten, flüchtete die Zivilbevölkerung in das Kloster, um Schutz vor den Kämpfen zu suchen. Dass sie als Zielscheibe für alliierte Bomber dienten, hätte niemand für möglich gehalten.
Das war das allerletzte, woran sie dachten, dass dieser Ort zerstört werden konnte, weil es ein Zentrum des Christentums war, aber auch, weil damals so viele hier Schutz suchten. Alle dachten, wir bleiben hier, die Front wird weiterziehen und wir kehren in unsere Häuser zurück. Die Alliierten starten die Angriffe auf Cassino. Diesmal sollten erfahrene Gebirgskampfeinheiten bestehen aus indischen Sikh- und Gurkha-Soldaten das Kloster unter Führung der Neuseeländer unter Lieutenant General Bernhard Freiberg einnehmen. Weitere Streitkräfte bestehend aus 30 Nationen unterstützten den Vorstoß und griffen schwer ins Geschehen ein. Alle Vorstöße endeten in einem Fiasko. Zu erbittert verteidigten die deutschen Fallschirmjäger die Stadt Cassino und den Berg Monte Cassino. Jetzt entschloss der Neuseeländer Freiberg, dass das Kloster zerstört werden muss, da die Deutschen zu übermächtig und verbissen den Berg halten. Zudem ist er sicher, dass die Deutschen das Kloster früher oder später besetzen. Freiberg musste vorher die Briten und die US-Amerikaner überzeugen, das Kloster zu vernichten, denn schließlich handelt es sich um ein Kulturdenkmal. Churchill drängte auf raschen Vormarsch nach Rom. US-General Clark ist gegen die Bombardierung, doch muss sich dem massiven Druck der Briten beugen. Welche Intensität also Freiberg und die mit ihm irgendwie verbundenen Offiziere darauf drängen, sodass also Clark, der amerikanische Kommandeur, nicht wahr, dort schließlich nachgeben musste, denn der wollte es an für sich nicht. Das Schicksal des Klosters war besiegelt. Es sollte vollständig vernichtet werden. Die Alliierten wollten angeblich nichts von der großen Zahl an Flüchtlingen gewusst haben. Doch allerdings wussten sie genau von den Flüchtlingen, da sie am Tag zuvor Granaten mit Flugblättern in das Kloster schossen, um die Menschen zu warnen. Die Amerikaner wollen die Menschen im Kloster warnen. Am Tag vor dem Angriff schießen sie Granaten mit Flugblättern ins Kloster. Die Botschaft löst Bestürzung aus. Die Abtei soll bombardiert werden. Es ist die Aufforderung an alle, die dort sind, sie so schnell wie möglich zu verlassen. Die Alliierten nahmen die Zerstörung und den Tod der Flüchtlinge in Kauf, um einen Sieg zu erringen. Sie haben eine Kampfpause gemacht, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, wegzugehen. Es ist aber kaum einer gegangen, weil kein Mensch an die Zerstörung glaubte. Auch wir sind geblieben. Doch der Vatikan versuchte diplomatisch auf die Alliierten einzuwirken. Vergeblich. Die Alliierten ließen nicht mit sich verhandeln. Der Vatikan hat vergeblich versucht, auf die Mächte einzuwirken. Papst Pius XII. Findet kein Gehör. Der Vatikan ist außer sich. So haben die Deutschen alles in ihrer Macht Stehende getan, um das Kloster zu schützen. Und die alliierte Befreiungsarmee setzte rücksichtslos auf einen militärischen Sieg. Kein Pilot hatte Bedenken. Alle machten bereitwillig mit. Uns wurde in der Einsatzbesprechung gesagt, wenn irgendeiner Bedenken oder Vorbehalte habe, einen Angriff auf dieses religiöse Ziel zu fliegen, wäre er entschuldigt und müsse an der Mission nicht teilnehmen. Man erzählte den Piloten Propaganda, um ihre Unterstützung zu erhalten. Den Piloten wird auch gesagt, dass in den letzten Tagen wegen dieses Klosters über 2000 Amerikaner hätten sterben müssen und dass dort nur Deutsche seien. Man log die Soldaten wissentlich an. Bis zu diesem Zeitpunkt schickten die Alliierten solche mächtigen Geschwader nur auf Großstädte, die dort verheerenden Schaden anrichteten. Viele unschuldige Zivilisten starben im Bombenhagel. 15. Februar 1944, 9.30 Uhr, gibt Bradford Evans Befehl, die Bombenschächte zu öffnen. Als die Bomber ihre tödliche Ladung abwarfen, hielten die Mönche einen Gottesdienst ab. Die 12 Mönche, die hier geblieben waren, hielten Gottesdienst, sangen im Chor, als die Bomber kamen. Eine Antiphon für die heilige Maria. Die 800 Flüchtlinge hörten Motorengeräusche. Ich lag auf dem Boden, auf dem Rücken und sah in Richtung Monte Cassino. Auf einmal verfinsterte sich der Himmel. Es ist besser, sich nicht daran zu erinnern. Panik brach aus. Alle flüchteten in die Keller. Wir haben am Hinterkant vom Colle St. Angelo gelegen und haben uns gesonnt. Und plötzlich sind immer die Dinger da ankommen, schöne Formationen immer, 18 und 36 Stück immer zusammen. Und dann haben wir gedacht, wo wollen die denn hin? Die erste Welle warf 257.000 Kilogramm Bomben und 59.000 Kilogramm Brandbomben auf das Kloster. Ich suchte in den Armen meiner Mutter Schutz und dachte an die, die umherirrten. Mütter, Väter, junge und alte Leute. Sie wankten umher, ohne zu wissen, was sie taten. Und wurden getötet. Am Nachmittag kam die zweite Welle. 300 Tonnen Sprengstoff werden erneut auf das Kloster geworfen. Das Kloster war bis auf die Grundmauern vernichtet. Nie in einem Krieg fielen mehr Bomben auf einen so kleinen Flecken Erde. Feldwebel Walter Brunsmeier wurde Zeuge der Zerstörung. Bei dem Kloster Monte Cassino handelt es sich um ein Punktziel von 200 mal 200 Meter oben auf der Spitze eines Berges. Im Gegensatz zur Stadt wurde das Kloster Monte Cassino von unseren Truppen weder besetzt noch verteidigt,
noch ist es für militärische oder andere Zwecke benutzt worden. Einige wussten nicht mehr, was sie taten, liefen aus Verzweiflung in den Bombenhagel. Einer ist gekommen und hat gesagt, seid ihr denn wahnsinnig, hier stehen zu bleiben? Wir sollten mit ihm mitgehen. Und er hat uns zur Zelle des St. Benedikt gebracht. Das war unsere Rettung. Im Kloster Monte Cassino war nur der Abt Gregorio di Romare mit 17 Patres und ca. 600 italienische Zivilisten, Bevölkerung aus der Stadt Cassino und Siedler aus der Umgebung. Zur Zeit des Angriffes am 15. Februar 1944 wurde das Kloster deutscherseits weder durch Flakartillerie noch durch Flugzeuge verteidigt. Durch die Stärke des Flächenbombardements wurden nicht nur die Stadt Cassino, sondern auch das Kloster völlig in Schutt und Asche gelegt. Von den Flüchtlingen, die sich in den untersten Räumen des Klosters verborgen hielten, wurden etwa 400 bei lebendigem Leibe verschüttet oder kamen dabei um. Verluste auf deutscher Seite waren nicht zu beklagen, da, wie gesagt, keine deutschen Soldaten im Kloster waren. Während die alliierten Soldaten wenig sensibel auf Kulturgüter reagierten, überwachten auf deutscher Seite Militärpolizisten die Einhaltung der Sperrzone und Generäle standen im engen Kontakt mit dem Vatikan, um diese heiligen Stätten nach allen Regeln zu schützen und zu bewahren. Mein Gott, hunderte von Bombern flogen über uns hinweg und wir sprangen aus unseren Gräben auf und jubelten wie bei einem Fußballspiel, als sie ihre Bomben abwarfen. Die Verrohung der Sitten und die Bereitschaft, wichtige Kulturgüter der Menschheit zu zerstören, war unter Soldaten weit verbreitet. Sie freuen sich, wenn etwas zerstört wird und neigen dann zu Beifallsrufen. Je größer die Explosion, desto lauter der Jubel. Den größten Jubelschrei, der mir je zu Ohren kam, gab es bei der Zerstörung des Klosters Monte Cassino. Wer hätte gedacht, dass gerade die verhassten deutschen Militärs sich diesen Regeln unterwarfen und die Alliierten, die die Freiheit brachten, rücksichtslos vorgingen. Haben das für unbegreiflich gehalten, nicht? Das Kloster wird doch nicht bombardiert. Und die Mönche haben es für unvorstellbar gehalten. Die haben doch dahin ausgeharrt, weil sie haben, das werden die nie bombardieren. Ja, die haben es dann bombardiert. Und als Soldat denke ich eben, dass ich heimkehren und meine Familie wiedersehen will. Mein Leben ist für mich wichtiger als ein Kunstschatz, ein Bauwerk oder auch ein gottgeweihter Ort. Jetzt kamen die Überlebenden aus dem Kloster. Obwohl die Deutschen wussten, dass ein Angriff nach der Bombardierung unmittelbar bevorstand, ließen sie die Überlebenden abziehen und ihre Waffen schwiegen. Die Abtei von Monte Cassino, wie sie die Jahrhunderte überdauerte. Und nach der Zerstörung durch die angloamerikanischen Luftgangster. Nach dem Bombenangriff legten diese Schänder der europäischen Kultur das Feuer schwerer Artillerie auf die Trümmer der Benediktinerabtei. Das ist geblieben. Der Abt von Monte Cassino auf dem Wege nach Rom. Er dankt dem deutschen Dolmetscheroffizier. Wieder hielten sie die Regeln ein. Sie trugen ein Kreuz und schritten über das Schlachtfeld. Plötzlich gab es diese Waffenruhe. Und in meiner Erinnerung sehe ich noch die Menschen über den Gipfel ziehen, als der Abt und eine Gruppe Mönche durch die verwüstete Landschaft gingen. Doch die Alliierten stürmten das Kloster nicht. Nachdem der Sondergesandte des Vatikans das Kloster betrat und seine vollständige Vernichtung bestätigte, wurde der Befehl erteilt, die Trümmer des Klosters zu besetzen, um die exponierte Lage militärisch zu nutzen. Ja, als erster Soldat nach der Bombardierung in das Kloster. Wir haben nur noch gesehen, rechts steht eine Plastik, das war die heilige Scholastika. Die stand unverletzt. Und davor eine Plastik und da liegt der Kopf am Boden. Die Alliierten erreichten mit der Vernichtung des Klosters das genaue Gegenteil. Denn jetzt war nichts mehr übrig, was es zu schützen gibt. Die Fallschirmjäger sind jetzt wieder in einer besseren Verteidigungsposition. Und sie wussten jetzt, wie gnadenlos ihr militärischer Feind vorging. Wenn man ein solches Gebäude zerstört, lässt es sich viel einfacher verteidigen. Die Fallschirmjäger waren in den Ruinen gefährlicher, als sie es in einem intakten Gebäude gewesen wären. Erst nach Tagen kam der alliierte Befehl zum Angriff. In dieser Zeit konnten die deutschen Fallschirmjäger ungestört ihrer Arbeit nachgehen.
Sie waren effizient und penibel. Die Trümmer waren eine Festung geworden. Dieser zerbombte Berg und das Kloster wurde besetzt. Die hatten also einen schlechten Tausch gemacht. Vorher war da kein Widerstand und als es zerbombt war, da wurde gekämpft. Jetzt sollte die Erstürmung viele alliierte Leben kosten. Eigentlich wollte man das verhindern mit der Bombardierung. Monatelang sollten die Kämpfe andauern. Die alliierte Artillerie entfachte eine Entfernung. Schwerer Artilleriebeschuss auf die deutschen Stellungen geht einem Vorstoß der Feindpanzer voraus. Feindpanzer brechen gegen die Bergstraße vor. Deutsche Fallschirmjäger und eine in der Nähe liegende Flakbatterie bekämpfen sie. Sie schossen unentwegt auf die Trümmer des Klosters. Für die Deutschen setzte ein Albtraum ein. Noch einen, der hatte von Frankreich angefangen bis Stalingrad alles mitgemacht. Der schimpfte immer, das ist ja furchtbar, lieber wieder nach Russland gehen, hier mit diesem Artilleriebeschuss, man kriegt ja keinen Kopf mehr hoch und so. Also das haben die empfunden, das ist so eine materielle Überlegenheit, hat es nie und nirgends gegeben. Welle um Welle schickten die Alliierten ihre Soldaten in den Tod. Die Fallschirmjäger verteidigten erfolgreich den Berg und wehren jeden Angriff entschieden ab. Da so viele Nationen an den Kämpfen beteiligt waren, wurde diese Schlacht auch Vielvölkerschlacht und Vielvölkersterben genannt. In diesen Kämpfen gab es trotzdem Menschlichkeit. Es gab Feuerpausen, um Tote und Verletzte zu bergen und zu retten. Die Alliierten vereinbarten mit den Deutschen Waffenruhen. Die Deutschen ließen sich erneut darauf ein. Da vereinbarten wir mit den deutschen Fallschirmjägern eine zeitlich begrenzte Waffenruhe. Ohne vorherige Ankündigung wurde da nicht weitergekämpft. Auf beiden Seiten gab es große Menschlichkeit und Ritterlichkeit. Wir hatten nicht genug Tragbahnen. Da haben die Engländer uns 2 Tragbahnen ausgeliehen vom Kastell. Wurde die aufgemacht, am nächsten Mittag um 2 Uhr werden die zurückgegeben. Also 3 Mann mit den Dings sind die Engländer, sind nicht gegenkommen, haben die Tragbahnen wiedergeholt, unsere verschwunden, die verschwunden. 5 Minuten später hat man den Finger rausgeholt und war er weggeschossen von der Scharfschütze. Es gibt Hoffnung an die Menschlichkeit, wenn sich trotz erbarmungsloser Kämpfe die Menschen einander helfen. Doch diese Menschlichkeit ließen die Alliierten den Deutschen nicht zukommen. Sie gingen bis Kriegsende rücksichtslos, trotz verzweifelter Lage der Deutschen vor. Nur wenige Ausnahmen, angestoßen von den Deutschen, wenn die Alliierten selbst in auswegsloser Lage waren, gab es. Unter anderem in Hürtgenwald. Ich berichtete bereits mit einem Film über den ritterlichen deutschen Soldaten Lengsfeld und den Arzt Dr. Stüttgen. Link zu dem Film in der Videobeschreibung. Da die Alliierten nicht ansatzweise weiterkamen, wurde ein erneuter Luftschlag befohlen. Am 15. März 1944 flogen 455 Bomber ein und werfen 1000 Tonnen Bombenlast. Diesmal ist ihr Ziel allerdings die Stadt Cassino. Genau wie in Kriegen der Neuzeit ist bei Stocken des Vormarsches der Infanterie die Luftwaffe zum Luftschlag anzufordern. Infanteristisches Scheitern bedeutet massive Luftschläge ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Die Stadt Monte Cassino wurde vollständig zerstört. Doch auch die Bombardierung war eine Fehleinschätzung der alliierten Militärführung. Wieder einmal. Die deutschen Fallschirmjäger konnten dank der Bombardierung ihr gesamtes Potenzial entfalten. Das sollte vielen Soldaten das Leben kosten. Die Deutschen nutzten die Ruinen zu ihrem Vorteil. Es traf vor allem die Neuseeländer. Die Schlacht um Cassino Stadt war wohl eine der erbittertsten des gesamten Zweiten Weltkriegs. Es war ein Fehler zu bomben, denn als wir die Stadt Cassino einnehmen wollten, konnten die Panzer nicht über die Bombentrichter fahren. Die Stadt Cassino war eine einzige Ruinenlandschaft. Die Alliierten entschlossen, die Polen vorzuschicken. Sie mussten den Berg Monte Cassino erstürmen. Doch die deutschen Fallschirmjäger sind bereits abgezogen. Die Front ist an anderer Stelle durchbrochen worden. Jetzt war die Zerstörung der Stadt und des Klosters komplett sinnlos gewesen. Es kostete viele Menschenleben, um keinen einzigen bedeutenden militärischen Erfolg zu erzielen. Hier zeigt sich die ganze Sinnlosigkeit des Krieges. Gefangene, die im Aussehen ihren Kampfgenossen aus Sowjetrussland nicht nachstehen. Die Alliierten und die Polen feierten trotzdem einen Sieg. Sie hissten auf dem Kloster die polnische Flagge. Ein fraglicher und mehr als symbolischer Sieg, der ohne einen Schuss bei der Erstürmung errungen wurde. Schaut nur! Und wir blickten hoch und auf der Spitze des Klosterberges flatterte eine rot-weiße Fahne der Polen. Hat das Hissen einer Flagge wirklich die Zerstörung eines heiligen Ortes gerechtfertigt? Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Die Alliierten kostete der 4-monatige Kampf über 50.000, die Deutschen über 20.000 gefallene, verwundete und vermisste Soldaten. Das Vorgehen der Alliierten stieß weltweit auf Empörung.
Die Alliierten sicherten dem Vatikan Folgendes zu. Die Bombardierung von Monte Cassino war ganz sicher ein Fehler in jeder Beziehung. Ein ethischer Fehler, weil wir dem Vatikan versichert hatten, dass nicht gebombt wird, solange umgekehrt die Zusicherung galt, dass es nicht besetzt war. Und es war in der Tat ein militärischer Fehler, denn es machte die Eroberung von Monte Cassino in keiner Weise leichter, eher sogar noch schwieriger. Die Deutschen hielten ihren Teil dieser Vereinbarung mit dem Vatikan strikt ein. Die Alliierten jedoch brachen alles Zugesicherte. Das brachte den Deutschen erneut Punkte und den Rückhalt des Heiligen Stuhls. Es kam zu erheblichen diplomatischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vatikan. Der US-Präsident Roosevelt geriet unter Druck und sah sich genötigt, öffentlich Stellung zu einer Bombardierung zu beziehen. Er versicherte, dass sich im Kloster deutsches Militär und sogar Artillerie befunden hat und rechtfertigte somit die rechtswidrige Zerstörung der heiligen Stätte als militärisch notwendig. Der Oberbefehlshaber der US Army Air Force, Henry Arnold, nannte die Bombardierung ein Wahrzeichen für die Zerstörungskraft der Air Force. Die US-Militärs feierten die Vernichtung von heiligen Einrichtungen, die wissentlich ohne militärische Ziele waren. Wenn man jetzt bedenkt, dass die US-Amerikaner und die Alliierten kamen, um Europa vom Joch der Nazis zu befreien und rücksichtsloser vorgingen als die verteufelten Nazis, so hat dieses Ereignis einen sehr üblen Nachgeschmack. Von der deutschen Führung hatte man so ein Verhalten erwartet, von den Alliierten jedoch nicht. Das führte zu Spannungen zwischen dem Vatikan und den Alliierten. Die Empörung über die vollständige Vernichtung war groß. Zu einer Strafverfolgung gegen die Befehlshaber wegen möglicher Kriegsverbrechen blieb aus. Auch der Vatikan ging nur zögerlich und halbherzig einer Strafverfolgung nach. Die Alliierten lenkten geschickt das Augenmerk auf die deutschen Verbrechen in den Nürnberger Prozessen. Die Weltöffentlichkeit empörte sich nicht über die Verbrechen der Alliierten, die erstaunlich zahlreich stattfinden, durch Lenkung des Fokus auf die Deutschen. Dieser Film ist allen gefallenen deutschen Soldaten, allen gefallenen Soldaten aller am Krieg beteiligten Nationen und allen zivilen Opfern dieses schrecklichen Krieges gewidmet. Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. Nie wieder Krieg. Ein ausdrücklicher Nachruf an den deutschen Generalfeldmarschall Albert Kesselring für sein Verbot und dessen Einhaltung, dieses Kloster zu schützen. An den Oberstleutnant Julius Schlegel für seinen unermüdlichen Einsatz, die Kunstschätze in Sicherheit zu bringen und die Baupläne für die Nachwelt zu sichern, um das Kloster neu zu errichten. Sein ritterliches Verhalten unter Achtung sämtlicher Gesetze, Absprachen und seiner Moral ist es zu verdanken, dass dieses Kloster im Jahre 1964 originalgetreu aufgebaut, neu eröffnet werden konnte. Die Tapferkeit und der Anstand von Soldaten in einem Krieg, die in erster Linie ihrem Gewissen verpflichtet und dann erst Soldaten waren, zeigt einmal mehr, dass selbst in unmenschlichen Zeiten die Menschlichkeit zugegen ist. Diese Menschen sollten stets für jedermann zum Vorbild dienen und ihre Taten dürfen nicht vergessen werden. So ist es unsere Pflicht, die Geschichte dieser Ereignisse an kommende Generationen zu überliefern. Diese Ehre wird den beiden deutschen Generalfeldmarschall Albert Kesselring, geboren am 30. November 1885, gestorben am 15. Juli 1960, und dem Oberstleutnant Julius Schlegel, geboren am 15. August 1895, gestorben am 8. August 1958, zuteil. Ohne ihren Einsatz hätte das Kloster nicht originalgetreu und so schnell neu errichtet werden können.